Die Südpfalz wird assoziiert mit einer sehr hohen Lebensqualität. Zu wohnen, wo andere Urlaub machen, die Möglichkeit haben, auch wohnortnah zu arbeiten. Was bislang so in der Form nicht sichtbar wurde, ist sicherlich die wirtschaftliche Stärke der Betriebe. Digitalisierung, Industrie 4.0, technische Entwicklungen. Wir haben hier Arbeitsplätze, die man eher in den großen Ballungszentren erwartet. Wir wollen als Technologienetzwerk Südpfalz systematisiert Informationen weitergeben als Orientierungs-, als Entscheidungshilfe. Markus Ehrgott, Geschäftsführer des Technologienetzwerks Südpfalz. Von Hause aus Politikwissenschaftler und Historiker, 7 Jahre lang Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Germersheim, danach Clustermanager eines Automotive Engineering Networks und seit Oktober 2018 Geschäftsführer des Technologienetzwerks Südpfalz. Alle Innovationen, alle Entwicklungen sind in den letzten 200 Jahren technikgetrieben. Und unter den Stichworten Digitalisierung, Industrie 4.0 erleben wir aktuell Veränderungen, die offenbar viel schneller und viel grundlegender die Lebenswirklichkeit der Menschen erreichen. Und das fasziniert mich, diese Entwicklung zu begleiten, diese Entwicklung mitzuverfolgen und insbesondere diese globalen Entwicklungen auf die Region herunterzubrechen, zu sehen, welche Entwicklungen sind hier in der Region denkbar, möglich, und das bedeutet insbesondere dann auch für junge Menschen wieder eine veränderte Lebenswelt in der Schule, nach der Schule. Sie haben viel mehr Optionen und Möglichkeiten als vor 20, 30 Jahren im technischen Bereich hier in unserer Region der Südpfalz Fuß zu fassen, Entwicklungen zu begleiten. Wir wollen als Technologienetzwerk Südpfalz systematisiert Informationen weitergeben als Orientierungs-, als Entscheidungshilfe für Schülerinnen, für Schüler, genauso für Studierende als auch für Lehrkräfte oder auch die Eltern. Die Vorteile einer Mitgliedschaft für Unternehmen im Netzwerk ist zum einen die Vernetzung der Unternehmen untereinander. Von Unternehmen, die reine Softwaredienstleistungen anbieten, Software entwickeln, bis hin zu den Unternehmen, die Hardware dann auch dazu produzieren, Unternehmen jeder Kategorie. Deswegen haben wir auch gerade bei dem Blick der Verbindung von Software zu Hardware oder einfacher ausgedrückt die Frage, wie bekomme ich Intelligenz in die Hardware hinein, Unternehmen, die eine ganz hohe Fertigungskompetenz haben, gerade in dem elektronischen Bereich. Für uns als Netzwerk ist es ganz, ganz wichtig, die kleineren und mittleren Betriebe, das heißt Unternehmen mit 50 bis 1500 Mitarbeitern, hier zusammenzufassen und deren Kompetenz nach außen darzustellen. Und das ist die Besonderheit, die ich aktuell beobachte, dass die Unternehmen, die hier in unserem Netzwerk organisiert sind, tatsächlich in der gesamten Bandbreite Arbeitsmöglichkeiten anbieten, Berufsmöglichkeiten, Ausbildungschancen, und diese sichtbar zu machen. Das ist, was mich an dem Thema technische Entwicklung, Innovation so fasziniert. Und das für die Region zu machen, aus der man stammt, ist mit Sicherheit eine sehr schöne Aufgabe.